Hallo Star Trek oder auch Playmobil-Fans, heute die zweite Runde und zwar im ersten Video zur Playmobil Enterprise habe ich euch ja die ganzen Funktionen vorgestellt, zumindest die meisten. Hier sehen wir zum Beispiel gerade das Smartphone als Brückenschirm, ja, geiles Feature. Dann hatten wir uns auch schon die App angeguckt mit der Licht- und Soundsteuerung, ein ziemlich cooles Feature, ist auch gut ausgereift, man muss sich lediglich mit seinem Device mit Bluetooth verbinden und kann dann ja mit dem Gerät interagieren und Lichteffekte, Soundeffekte abspielen lassen. Das funktioniert wirklich alles ganz gut. Hier hatte ich meine Tochter, wie ihr im Video erkennen könnt, auch schon mal das Spiel ausprobieren lassen. Und zwar geht es da ja so ein bisschen um Geschicklichkeit und die ein oder andere Frage zu beantworten. Allerdings ist mir eine Sache doch, naja, was heißt sauer aufgestoßen? Ich will mal sagen, meine Uroma hat früher immer gesagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Okay, natürlich muss natürlich auch Playmobil, wie jeder andere auch, immer mal wieder was Neues ausprobieren. Und so hat sich Playmobil dann auch an AR, Augmented Reality, gewagt. Und zwar möchte ich euch dazu hier mal was zeigen. Wenn ich die App starte, klar kommen die üblichen Warnhinweise, die akzeptieren wir natürlich, starten dann die sogenannte AR-Mission. Und müssen auch hier wieder die Hinweise beachten. Hier viel Beleuchtung und je besser ausgeleuchtet, umso besser. Und genau dann passiert sowas. Und zwar sieht man einmal, wie das Schiff auf dem Tisch steht. Und dann sieht man diesen Umriss des Schiffes, der genau in die andere Richtung zeigt. Ja, da wäre ich ja schon im ersten Moment beinahe geplatzt. Ich dachte, okay, das kann man irgendwie drehen oder so. Nee, musste einfach das Schiff drehen. Gut, ich hätte auch auf die andere Seite des Tisches gehen können, war jetzt aber nicht ganz so praktikabel wegen der Aufnahme. jedenfalls muss man dann hier wirklich hergehen und das Schiff drehen. Wenn man das dann gemacht hat, ja, dann sieht das so aus. Schiff steht so richtig, könnt ihr sehen, Untertastensektion rechts, Warp-Gondel links. Und dann halten wir die App drauf. Was passiert natürlich? Wir stehen zu nah dran. Mist, jetzt müssen wir erstmal ein Stück weiter nach hinten. Genau. Ja, es war jetzt gerade ein bisschen schwierig, ich muss das Stativ noch mitnehmen. So, Stativ ein Stück nach hinten und jetzt, grün, es passt wunderbar, wir haben es geschafft, Daumen hoch. Ja, ganz klasse, würde ich sagen. Schiff ist gescannt und jetzt habe ich mir von AR ein wenig mehr versprochen. Ich sehe schon, hier machen wir so ein paar kleine Fingerspielchen. Und zwar hieß ja irgendwie das Versprechen, hol dir das Schiff in dein Wohnzimmer. Habe ich gemacht, es steht physisch da, es ist wirklich da, es ist bezahlt, es ist meins, ja. Und jetzt dachte ich irgendwie, okay, AR, jetzt kannst du das Ding so cool im Wohnzimmer fliegen lassen und so, ja. Nee, habe ich auch nur gedacht. Das funktioniert so nicht. Und zwar ist es hier wohl so, dass man, oder das Playmobil anscheinend mit AR nur meint, dass ich im Prinzip das gleiche Spiel spielen kann im AR-Modus, wie in diesem anderen Game-Modus und habe lediglich den Effekt dabei, dass die Figuren, auch wenn keine Figur auf der geöffneten Brücke stehen würde, würde die App da eine anzeigen und dann kann ich, wie man jetzt hier sieht, mit den Figuren dann interagieren. Jetzt will es gerade nicht. Ah, jetzt geht's. Okay, wunderbar, es funktioniert. So, jetzt kann ich halt hier im Prinzip das gleiche Spiel spielen, wie ich es vorher mit der anderen App oder meine Tochter besser gesagt, mit der gleichen App, im anderen Spielmodus halt auch gespielt habe. Also da ist jetzt nicht viel Neues. Ja? Was man halt sieht, wenn man jetzt auch noch näher mit dem iPad oder welches Tablet auch immer, ganz egal, näher rangehen würde, die Figuren bewegen sich und so weiter. Das ist alles schön gemacht, muss ich sagen. Okay, ist in Ordnung. Aber es hätte doch ein bisschen mehr sein dürfen. Oder vielleicht, also ich habe ja die Hoffnung, dass Playmobil da noch ein bisschen dran arbeitet, dass vielleicht noch das ein oder andere Update kommt, um, ich sag mal, den Spielspaß ein wenig am Leben zu halten. Also, jetzt hat ja auch vielleicht noch nicht jeder das Schiff da stehen. Und ich wäre ja nicht ich, wenn ich da nicht mal so ein bisschen rumgespielt hätte. Hier sieht man übrigens auch gerade, die Figuren bewegen sich so ein bisschen virtuell, die halt nicht da drinnen stehen oder nicht an der Stelle stehen. Die bewegen sich halt trotzdem. Da hätte dann Playmobil vielleicht IKEA fragen sollen. Die wissen nämlich, wie man Möbel in einen Raum stellt, ja, oder der IKEA Adventskalender zum Beispiel ist so ein Ding, den konnte man anschauen mit seiner AR-App und da bewegte sich alles. So hätte ich mir das hier gewünscht, das fehlt mir so ein bisschen. So, aber ich bin ein Spielkind und ich habe Dreck auf der Tastatur, ja, ich weiß, also kein Dreck, das ist Staub. So, ich habe jetzt mal ein Foto von der Enterprise. Ja, das soll jetzt,
sag mal so, Playmobil hasst diesen Trick. Ja? Ah, grün, schaut mal. Also wenn ihr da, und da seht ihr auch, da werden Figuren angezeigt, obwohl oben auf dem Bild natürlich keine Figuren zu sehen sind. Ja? Okay, ist jetzt nur so ein Tipp. Darüber kann man dann unter Umständen auch mal dieses Spiel starten und spielen, wenn man denn möchte. Das heißt, wir brauchen keine wirkliche Verbindung per Bluetooth zu dem Gerät, weil oben rechts in der Ecke, ich glaube, das sieht man jetzt auf dem Bildschirm nicht, zeigt er im Prinzip auch an, dass er gerade nicht verbunden ist, weil ich halt eine Etage drüber bin über der Enterprise und da reicht halt die Verbindung jetzt nicht. Also man könnte theoretisch, da geht das Menü auf, theoretisch könnte man das natürlich auch so durchspielen und das einfach mal für sich ausprobieren und damit vielleicht entscheiden, ob das was ist für einen. Aber, okay, hier ist ein Bild, damit könnte man es theoretisch mal scannen, also ihr wisst Bescheid. Soll jetzt kein Anstiften sein. So, jetzt möchte ich euch aber noch was Positives sagen, und zwar ist mir was aufgefallen, das kannte ich so vorher von Playmobil noch gar nicht. Und zwar gehen wir bei Playmobil auf die Seite und schauen mal unter Star Trek. Okay, da finden wir jetzt natürlich nicht viel Neues. Da ist die Enterprise, da sieht man, welche Effekte die hat, Licht und Sound und so weiter. Die Figuren nochmal in der Übersicht, was so auf der Brücke abgeht, ne? Der Maschinenraum mit Scotty und dass das Ding flexibel ist zum Hinstellen, zum Aufbauen und natürlich auch nochmal die App. Okay, soweit so gut, das kennen wir alles schon. Und da bin ich doch heute Morgen tatsächlich über was gestolpert, was ich für meine Kinder ganz cool finde. Und zwar gehen wir da oben auf Play und da gibt es einen Menüpunkt, der nennt sich Malen. Das kannte ich vorher vom Playmobil gar nicht, dass es da sowas auch gibt. Und zwar, wenn man auf Malen geht dann und ein bisschen weiter runter scrollt. Oh, da ist was von Star Trek. Das finde ich voll cool. Und zwar gibt es hier einmal die Möglichkeit, sich die Enterprise runterzuladen zum Ausmalen. Sieht eigentlich auch ganz cool aus, finde ich so. Schon ganz nett. Und es ist nicht nur die Enterprise. Nein, ich habe auch noch Spock gefunden. Den zeige ich euch jetzt auch noch. Na, wo ist er, wo ist er? Da ist er doch schon. Ja. Jawohl, da ist auch Spock zum Ausdrucken. Also vielleicht ist das eine Freizeitbeschäftigung für euch, für eure Kinder. Das wollte ich euch noch schnell mitgeben. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, dass Playmobil in der AR-App noch ein wenig nachbessert. Und ja, über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich freuen. Macht's gut. Ciao.